Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es besonders smart bei uns, denn wir stellen euch den Smartron der Firma Rocco vor. Ich würde sagen, der Stromabnehmer ist ausgefahren, wir sind bereit und legen los. Beginnen wir mit einigen Informationen zum großen Vorbild. Den Smartron, so wie wir ihn jetzt hier stehen haben, gehört zu einer großen Lokomotivfamilie, nämlich zu der Vectron-Lokomotivfamilie der Siemens Mobility. Die Baureihenbezeichnungen hier ist 191, über 192 beim Smartron und 193. Die Vectron-Familie wurde 2010 bzw. 2011 von Siemens der Öffentlichkeit vorgestellt und dann natürlich stetig weiterentwickelt. Das Besondere an der Vectron-Familie von Siemens ist, dass diese Lokomotive für so ziemlich jedes Land, jedes Sicherungssystem und jede Stromversorgung ausgestattet werden kann. Und das hat natürlich zur Folge, dass mittlerweile diese Lokomotive in so ziemlich jedem Land zu Hause ist. Den Smartron, wie wir ihn hier haben, ist im Prinzip eine abgespeckte Version des Vectrons, denn diese Lokomotive wird eigentlich nur für den inländischen Verkehr eines Landes ausgestattet. Diese Lokomotive wird vom Hersteller vorkonfiguriert, sodass man im Prinzip als Betreiber nur noch sagen muss, ich möchte einen Smartron haben, und man bekommt ihn relativ schnell geliefert, denn dadurch, dass dieser Smartron vorkonfiguriert schon ist, ist er auch relativ schnell zu produzieren und noch relativ schnell auszuliefern. Den Vectron an sich kann man, wie ja eben schon gesagt, für jedes Land, jede Stromversorgung und natürlich auch für jedes Sicherungssystem ausstatten. Das hat natürlich den Nachteil, dass sich unheimlich viele Komponenten innerhalb der Lok unterbringen müssen und natürlich auch dann funktionieren müssen. Das alles gibt es beim Smartron nicht. Er ist halt für ein Land, für ein Sicherungssystem ausgestattet, was natürlich auch den Preis extrem nach unten drückt. Der Vectron ist eine Weiterentwicklung der Siemens Lokomotivfamilie Euro Sprinter und Euro Runner, und natürlich auch den Vectron gibt es als E-Lok zu kaufen, ihn gibt es als Diesel-Lok und natürlich auch als Dual-Power-Lokomotive, im Prinzip eine E-Lok mit einem Dieselmotor, ein Hybrid-Lok sozusagen. Nennt man auch Last Mile, hat den Vorteil, dass man im Prinzip die Streckenleistung mit der Lokomotive mit Strom fährt und dann am Ende, zum Beispiel bei einem Kunden, der zwar einen Gleisanschluss hat, aber keine Oberleitung, da hat man die Möglichkeit, dann mit der Streckenlokomotive dann diese Wagen wirklich dann letztendlich zum Kunden zu bringen, ihm die sozusagen vor die Tür zu stellen, eben mit dem Dieselmotor, den startet man und kann dann eine gewisse Zeit dann halt mit dem Dieselmotor fahren. Oder natürlich eine andere Hybrid-Variante wäre natürlich dann der Akkubetrieb. Erwähnenswert ist noch, dass neben der Zulassung für Deutschland, die auch unser Smartron hier hat, natürlich auch noch weitere Zulassungen für andere Länder gibt, zum Beispiel für Rumänien oder Bulgarien. Da natürlich dann ausgestattet mit den Zugsicherungssystemen und mit der Stromversorgung nur für dieses Land. Ein paar technische Daten noch von der Lok. Sie hat eine Leistung von 5600 Kilowatt, sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und eine Dienstmasse von 83 Tonnen. Das Besondere an dem Smartron ist, dass er nur in dieser Farbe, die wir jetzt hier auch haben, von Siemens ausgeliefert wird, nämlich Capri Blau. Das Einzige, was der neue Eigentümer dann noch bestimmen darf, ist auf diese Farbe dann sozusagen noch seine Logos oder andere Objekte, die kann man dann entweder draufkleben oder drauf lackieren lassen. Aber der Smartron wird immer in dieser Farbgebung ausgeliefert. Und im Gegensatz zum normalen Vectron hat er auch an der Frontpartie vorne statt normal weiße Umrandungen bei den Front- und Rücklichtern, hat er dann eine schwarze Front- und schwarze Rückblenden sozusagen. Das ist auch das Besondere hier an dem Smartron. Kommen wir nun zum Modell in 1:87. Wir haben hier den Smartron 192002. Es ist eine Neuheit und sie ist natürlich in gewohnter Rocco-Qualität. Wir haben neben der Lok
einmal den Zurüstbeutel mit dabei, wir haben einmal die klassische Bedienungsanleitung mit dabei, wir haben einmal ein Ersatzteilblatt, wo wir alle Sachen von der Lok nochmal nachbestellen können und natürlich ganz wichtig, da wir hier auch wieder ein Modell mit Sound haben, haben wir hier nochmal die Übersicht aller Sounds, die auf der Lok verfügbar sind. Die Lok selbst, wie immer hervorragend verarbeitet, die Aufdrücke hier auf dem Längsträger sind trennscharf und wirklich sehr gut verarbeitet. Wir haben auf einer Seite auf Führerstand Nr. 1 den Lokführer sitzen. Wir haben auf den jeweiligen Zugängen zu den Führerräumen die Griffstangen aus Metall. Wir haben Bügelkupplungen auf beiden Seiten schon vormontiert. Die Lok ist kurzkupplungsfähig und hat natürlich zwei funktionsfähige Stromabnehmer. Ansonsten haben wir 4 angetriebene Achsen. Eine Achse davon ist mit Haftreifen versehen, dient natürlich zur Erhöhung der Zugkraft. Wir haben eine Schnittstelle nach Plux 22 und wir haben hier natürlich einen Sounddecoder verbaut und zwar mit dem Leo Soundlab. Die Lok hat natürlich selbstverständlich auf beiden Seiten in LED-Ausführung einmal das Spitzenlicht und auch natürlich das Schlusslicht. Zusätzliche Lichtfunktionen wie das Fernlicht sind natürlich auch mit an Bord. Und hier in unserem Modell, genau wie auch beim Vorbild, haben wir natürlich hier diese zusätzlichen schwarzen Applikationen unter den Frontfenstern und natürlich auch die Scheinwerferblenden, sprich hier einmal diese Kunststoffumrandungen um den Scheinwerfer herum, die sind natürlich hier auch in Schwarz gehalten. Und hier noch ein kleiner Hinweis, die einzelnen Soundaufnahmen dieser wunderschönen Lok, die seht ihr dann am Ende unseres Videos. Kommen wir nun zum Schluss noch zu den Artikelnummern, denn die Lok gibt es natürlich in unterschiedlichen Varianten. Einmal gibt es sie in Gleichstrom analog, das ist die Artikelnummer 71936. Die Variante, die wir hier haben, sprich Gleichstrom mit Sound, das ist die Artikelnummer 71937. Und für unsere Wechselstromfahrer gibt es die Lok natürlich auch ab Werk mit Sound und Digitaldecoder versehen. Das ist dann dort die Artikelnummer 79937. Das war's mit dem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Für weitere Informationen besucht uns gerne im Internet www.modellbahnunion.com. Solltet ihr noch Fragen zu unserem Produkt hier haben oder auch zu anderen, könnt ihr gerne hier unter dem Video die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.